Ja, hallo und schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, dieses Produkt hier, das dürfte ja wirklich schon vielen bekannt sein. Das ist die offizielle Raspberry Pi Tastatur. Kam letztes Jahr auf den Markt und wenn man einen Raspberry nimmt und diese beiden Produkte verschmilzt, dann kommt das hier raus. Der neue Raspberry Pi 400 und darum soll es heute gehen. Das ist praktisch ein Raspberry Pi in einer Tastatur, wer kennt es nicht, der legendäre Commodore C64 hat es vorgemacht und die Raspberry Pi Foundation hat nun dieses Konzept aufgegriffen und hat gesagt, okay, warum sollen wir nicht auch wieder mal einen Homecomputer rausbringen, der natürlich leistungsfähiger als der damalige C64 ist, aber nichtsdestotrotz das Konzept wieder aufgreift, sprich Tastatur und alle Elektronik in dem Gehäuse, hinten die Anschlüsse und das nehme ich, stelle das auf meinen Schreibtisch, verbinde es mit meinem Monitor und habe dann ja einen kompletten Computer in der Tastatur. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Ja, ich habe jetzt hier die Box schon mal auf meinem Tisch. Man muss dazu sagen, die sieht jetzt relativ unspektakulär aus. Liegt einfach daran, ich habe jetzt hier zum Produktionszeitpunkt des Videos nur ein Pre-Sample gehabt, wo der finale Schuber, der dann entsprechend bedruckt ist, noch nicht drumherum war. Aber nichtsdestotrotz ist es praktisch schon final, was den Lieferumfang und auch die Funktionalität betrifft. Klappen wir das einmal auf. Wir haben verschiedene Tastaturlayouts. Ich habe jetzt hier mal das US-Tastaturlayout. Es wird natürlich aber auch eine Variante mit deutschem Layout geben, die dann an die offizielle Raspberry Pi-Tastatur angelehnt ist. Nehmen wir mal den Raspberry Pi 400 raus. Man sieht hier wirklich richtig cool verarbeitet. Also das macht wirklich richtig Spaß, das Produkt alleine schon anzufassen. Technische Daten und Anschlüsse schauen wir uns gleich an. Was jetzt hier mit in der Box drin ist, wenn wir das jetzt hier mal rausnehmen, dann haben wir hier ein offizielles Raspberry Pi Power Supply, also ein Netzteil. Wir haben eine Maus in Rot-Weiß mit dabei. Wenn wir das hier noch weiter rausnehmen, haben wir hier noch ein Micro-HDMI-Kabel und den offiziellen Raspberry Pi Beginner Guide, der dann auch entsprechend lokal angepasst ist. Also sprich, bei dem deutschen Tastaturlayout wird dann auch ein deutscher Beginner Guide beiliegen, also ein Starterbuch dann auf Deutsch wird das wahrscheinlich heißen. Und was jetzt hier noch mit bei ist, ist dann noch eine SD-Kartenhülle, wobei man sagen muss, die Micro-SD-Karte mit 16 GB bereits schon in das Produkt eingelegt ist. Sprich, ich muss eigentlich nichts weiter tun. Ich nehme mein offizielles Raspberry Pi Netzteil, pack das aus, schließe es an, verbinde noch meinen Monitor und meine Maus und kann das Produkt sofort benutzen. Ist das nicht cool? Ich schalte das Produkt ein, er bootet hoch und es ist wirklich, ja, so dieses Feeling wirklich so, okay, ich habe hier wirklich einen kompletten Computer, ich muss keine SD-Karte flashen, ich muss kein Case mehr zusammenbauen, muss keine Kühlkörper mehr aufkleben etc. All das ist bereits in dem Gehäuse vorhanden und das muss ich echt sagen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga und auch nochmal eine ganz niedrigere, für nicht IT-affine Menschen jetzt eine ganz andere Liga, wo das jetzt hier drin spielt. Zubehör hatte ich gezeigt. Man muss dazu sagen, der Raspberry Pi 400 wird in zwei Konfigurationen erscheinen. Einmal, wie ich jetzt gezeigt habe, hier dieses komplette Kit, was ich jetzt hier mal zur Seite stelle. Und es wird dann auch einmal nur das Board, also was heißt Board, das die Unit Only, also sprich nur die Einheit geben und man könnte dann sein vorhandenes Zubehör, was man eventuell schon hat, dann damit entsprechend verwenden. Nun schauen wir uns mal genauer an. Einmal Raspberry Pi 4, einmal Raspberry Pi 400. Wo sind da die Unterschiede? So viele Unterschiede gibt es gar nicht. Also der Raspberry Pi 400 basiert wirklich direkt auf dem Raspberry Pi 4, in dem Fall auf dem Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM, womit ich die erste Spezifikation schon genannt hätte. Wir haben hier also 4 GB Arbeitsspeicher drin. Eine Änderung haben wir allerdings und das betrifft die CPU. Mal sehen, ob das hier hängen bleibt. Jawohl. Der Raspberry Pi 4 besitzt ja eine CPU, eine Quad-Core-CPU mit 1,5 GHz. Da hat man hier beim Raspberry Pi 400 eine CPU, eine Quad-Core-CPU mit 1,8 GHz verbaut. Im Endeffekt ist es die gleiche CPU, die aber höher getaktet wird. Warum macht man das und warum macht man das hier nicht bei diesem
einzelnen Board. Das einfach, hat einfach mit der Wärmeentwicklung zu tun und auch mit dem Thermal Design in der oder in diesem Produkt. Wir haben hier wirklich ein richtig cooles Thermal Design drin. Sprich, ich habe hier einen großen Kühlkörper, der sich praktisch über das gesamte Gehäuse verbreitet. Und das hat man natürlich bei dem Produkt nicht. Man, sprich, man muss hier entsprechend, wenn man ihn auf 1,8 GHz laufen lassen würde, entsprechend passiv oder aktiv kühlen mit Lüfter, Kühlkörpern etc. Das hat man, wie gesagt, bei dem Produkt entsprechend Hardware-Design technisch umgesetzt. Damit kann man die CPU höher takten. Das kurz dazu. Gehen wir mal zu den Anschlüssen. Ganz normal, mein 40-Pin GPIO-Anschluss habe ich hier auch. Man kennt das, das sieht so ein bisschen aus wie der IDE-Anschluss bei einem normalen Computer. Also man hat hier wirklich 40-Pin. Wie man das besser zugänglich macht, kann ich auch gleich nochmal entsprechend zeigen. Micro-SD-Karte, die ist ja wie gesagt schon eingesetzt. Diesmal auch hier wieder mit Push-Eject-Funktion. Also sprich, man drückt drauf, die Karte kommt einem entgegen und man drückt wieder rein und die Karte ist wieder drin. Wir haben zwei Micro-HDMI-Anschlüsse, exakt genauso wie beim Raspberry Pi 4. USB-C wie auch hier für Strom, für Stromversorgung. Wir haben zwei USB 3.0-Anschlüsse, einen USB 2.0-Anschluss, also da ist jetzt einer weniger, das ist einfach platztechnisch wäre das schwierig geworden. Aber nichtsdestotrotz auch trotzdem den Gigabit Ethernet-Anschluss und auch, was man hier jetzt noch hat, ist ein sogenannter Kensington-Lock. Das kennt man eigentlich aus dem Notebook-Bereich. Wenn man sein Notebook irgendwo messet, an einer Messe sichern möchte, dann hat man hier auch entsprechend die Möglichkeit, den Raspberry Pi 400 auch zu sichern. Unter der Haube hat man auch entsprechend die gleiche Konnektivität drin, was Drahtlos-Netzwerkarbeit betrifft. Sprich, ich habe hier ein Dualband 2,4 und 5 GHz WLAN drin, was im BGN und AC Standard funktioniert, sowie Bluetooth 5.0 mit Bluetooth Low Energy. Gigabit Ethernet hatte ich genannt. Was fehlt? Was habe ich nicht? Okay, offensichtlich hat man nicht die 3,5, zeigen wir es mal hier, die 3,5 mm kombinierte Audio- und Videobuchse. Also sprich kein analoges Audio und auch kein analoges Video für die, die wirklich das volle C64-Feeling haben wollen und das mit einem Röhrenmonitor verbinden. Die müssten dann entsprechend irgendwie über HDMI adaptieren. Was fehlt weiterhin? Weiterhin ganz klar der DSI-Anschluss, also dieser Display-Anschluss und auch der Kamera-Anschluss haben ebenfalls jetzt hier keinen Platz gefunden. Auch das müsste man hier entsprechend verzichten. Bin ich der Meinung, kann man machen. Wer eine Kamera anschließen möchte, könnte über USB-Kameras gehen. Da ist ja mittlerweile der Support auch sehr gut geworden. Oder entsprechend bei Displays, ja gut, da ist halt über HDMI der bessere oder einfachere Weg und man hat auch sehr viel mehr Display-Auswahl. Was außerdem nicht geht, aber das ist, glaube ich, auch relativ logisch, weil das würde auch aus meiner Sicht null Sinn machen, ist die PoE-Funktionalität, also sprich keine Stromversorgung mit Power over Ethernet. Also man ist hier, sprich, und man ist hier einfach an ein USB-C oder USB-Typ-C-Netzteil gebunden, um den Raspberry Pi 400 mit Strom zu versorgen. Okay, das erstmal zum technischen oder zu den Spezifikationen des Produktes. Jetzt würde ich einfach mal das Produkt öffnen. Das bitte nicht nachmachen mit eurem Raspberry Pi 400. Das mache ich jetzt hier einmal nach und will euch einfach mal zeigen, wie sieht es hier drinnen aus. Dazu iPhone Opening Tool und jetzt wird es etwas rabiat. So, dazu mache ich das jetzt hier mal. Öffne ich das hier mal. Also das ganze Teil ist hier entsprechend eingeklickt. So, okay. Das war relativ schnell. Ich glaube, wenn man mal wirklich schon Fernbedienungen geöffnet hat, kriegt man das auch auf. Ich kann den Deckel hier abnehmen und man sieht jetzt hier schon direkt die Platine. Man hat hier die Tastatur dran, die ist hier mit so einem Flachbandkabel an, die mache ich jetzt mal entsprechend hier ab. Und man hätte jetzt hier noch vier Schrauben und dann würde die Platine offenlegen. Die schraube ich jetzt gleich einmal raus. Was ich aber einmal zeigen möchte, ist, man sieht hier wirklich einen kompletten Kühlkörper, der auch gleich, wenn man gleich sieht, wenn wir den abnehmen, mit der CPU verbunden ist. Und dadurch hat man natürlich dieses coole Thermaldesign. Kein Lüfter, der sich irgendwie dreht, sondern rein über diesen Kühlkörper. Okay, jetzt schraube ich das mal ab und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht.
Okay, Schrauben sind gelöst und jetzt können wir den ganzen Kühlkörper einmal abnehmen. Das geht, ist etwas festgesaugt, weil man sieht jetzt hier ist die CPU und hier ist das Thermalpad. Sprich, man sieht das wirklich hier schön, das ist der gesamte Kühlkörper. Also muss man wirklich sagen, cooles Design, man sich wirklich richtig was bei gedacht. Jetzt können wir aber nochmal, wenn wir das Board schon freigelegt haben, uns das mal ein bisschen genauer angucken, können uns nochmal anschauen, was ist hier drauf. Hier ist einmal ganz klar der CPU, hier ist der entsprechende Arbeitsspeicher. Hier müsste, das ist der USB-Hub-Chipsatz, also sprich der die USB-Buchsen verteilt. Der Ethernet-Chipsatz einmal hier und hier haben wir den Chipsatz für WLAN und Bluetooth. Was das hier ist, kann ich nicht genau nennen, da fehlen mir jetzt leider die Kenntnisse, da muss ich wirklich so ehrlich sein. Aber man sieht es im Endeffekt, also wenn man so die Chips vergleicht mit dem Raspberry Pi 4, sieht man, das ist ungefähr so eigentlich identisch, also sprich CPU, Arbeitsspeicher, Ethernet-Chipsatz und hier entsprechend der Chipsatz für USB und hier dann noch der WLAN-Chip. Hier ist auch noch das Netzteil, das hatte ich jetzt vergessen, also sprich der entsprechende Spannungsverteiler. Also man sieht im Endeffekt komplett anderes Hardware-Layout, also eine komplett andere Platine wurde hier gestaltet, aber im Endeffekt taktet ein vollwertiger Raspberry Pi 4 drin. Also nichts Abgespecktes, sondern wirklich gleiche Spezifikation und sogar durch, wie gesagt, dieses großartige Thermalmanagement sogar natürlich noch etwas leistungsfähiger als der Raspberry Pi 4. Ich baue das jetzt mal zusammen und dann gibt es gleich noch eine kurze Zusammenfassung. So, Produkt ist wieder zusammengebaut, also ist wieder als einer Einheit erkennbar, so wie es dann auch in der Box liegt. Wie gesagt, zwei Ausführungen sind erhältlich, einmal Board oder Unit Only, will ich es jetzt mal nennen, also wirklich nur so, wie ich es jetzt in der Hand habe, oder das vorhin ausgepackte Kit, wo dann noch das Netzteil, die Maus, die 16 GB Micro-SD-Karte mit Adapter, das Micro-HDMI-Kabel und auch der Beginner-Guide dann in der entsprechenden Landessprache mit dabei ist. Beim Netzteil übrigens dann auch, also bei Deutsch liegt dann natürlich auch ein EU-Netzteil dabei. Wenn man die UK-Unit oder die US-Unit als Kit bestellen würde, würde dann auch das Netzteil für die USA beiliegen, also da würde der Stecker dann in Deutschland nicht verwendbar sein. Deshalb mein Tipp, wenn ihr wirklich jetzt programmieren wollt damit als Beispiel und ihr wollt ein US-amerikanisches Tastaturlayout haben, die Unit einzeln kaufen und das Netzteil separat, sonst könntet ihr zu Hause Probleme haben, das mit euren Steckdosen zu verwenden, wenn ihr es in Deutschland betreiben wollt. Was ich ja noch gesagt hatte oder was ich ja noch offen gelassen habe, war diese Problematik mit dem GPIO-Anschluss hier hinten, der ja nun in diesem IDE-Standard ist. Und da kann man ganz einfach hier sowas dann verwenden, sprich man würde hier ein kleines Verlängerungskabel einstecken. Wir haben das aktuell nur in Grau, es wird demnächst auch in Regenbogenfarben kommen, dann sieht das Ganze wirklich auch nochmal schick aus hier mit diesem Rosa zusammen und mit diesem Rosa-Weiß-Kontrast. Man könnte das dann hier entsprechend auf den Tisch legen und hätte dann hier seinen GPIO-Anschluss für ein Head etc. nutzbar nach außen gelegt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, man arbeitet mit sogenannten T-Kobblern, sprich auch, man hat auch ein Flachbandkabel, geht dann auf so ein Stück, was man auf dem Brettboard steckt und könnte dann da entsprechend seine Bauelemente etc. oder seine Sensoren auf dem Brettboard stecken. Auch das findet ihr natürlich bei uns in der Berry Base. Den Link zu den Produkten, wie ich sie heute gezeigt habe, also sowohl das Unit Only als auch das gesamte Kit für Deutschland, findet ihr unter mir in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.